Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Es ist natürlich viel los in der Welt, viel los auf Schalke. Die Zeiten werden immer krasser, aber für mich persönlich kann ich sagen, dass es mir gut geht. Vor allen Dingen heute, weil wir nach langer Zeit die Sonne mal wieder sehen hier in Gelsenkirchen. Die Stadionatmosphäre hat mir sehr gefehlt, die Stadionluft nicht, weil ich sie in Zeiten der Pandemie erleben musste, weil wir aus organisatorischen Gründen im Einsatz waren bei den Spielen. Das heißt, ich musste die Geisterspielerfahrung auch selber machen. Das ist Spiel für Spiel eine ganz surreale Situation gewesen, von der ganz leeren Arena bis hin dann zu den unterschiedlichen Stufen, 700 und 2000 und 5000 und was es da alles so gegeben hat. Und ja, ich freue mich, wenn vor allen Dingen die Fanszene zurückkommt. Ja, gestern im Europapokal waren die Jungs und Mädels der Eintracht ja wieder im Stadion am Start. Und ich glaube, das ja, hat alle nochmal so ein bisschen gekitzelt. Und ich hoffe, dass wir das hier auch bald wieder erleben und hören. Ja, ich bin Gelsenkirchener. Ja, bin eigentlich mein ganzes Leben Schalker, also seitdem ich denken kann. 1992 bin ich Vereinsmitglied geworden. Das ist ja jetzt vor 30 Jahren gewesen. Ich habe seit 1994 meine Dauerkarte. Schalke ist ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Als Fan, emotional und jetzt seit 2012 aber auch als Mitarbeiter. Kann ich mich nicht daran erinnern. Es muss mit 3 oder 4 gewesen sein, als der Papa mich mitgenommen hat. Also es gibt ein paar schemenhafte Erinnerungen, die ich habe. Spiel gegen Preußen Münster im Parkstadion. Weiß ich, dass wir mit dem Auto da waren. Wir haben, glaube ich, 1-0 verloren. Ich erinnere mich auch an ein Spiel im Ruhrstadion in Bochum gegen Wattenscheid 09 tatsächlich, was wir 3-0 verloren haben. Das muss alles so Anfang, Mitte der 80er gewesen sein, glaube ich. Und danach immer regelmäßiger und ja, seit mehr als 2 Jahrzehnten jetzt jedes Wochenende. Ich glaube, das ist nicht möglich, Schalke in 3 Worten zu beschreiben. Für mich persönlich ist es ja, Liebe auf jeden Fall ist ein Wort, Arbeitgeber und Heimat. So würde ich es vielleicht versuchen. Ja, ich habe im Parkstadion in der Nordkurve begonnen mit den Jungs, dann irgendwann auch in den Oberrang, in den legendären vom Parkstadion gewechselt. Das war, was Heimspiele angeht, wahrscheinlich so meine Lieblingszeit, weil da auch viele Kontakte entstanden sind und Freundschaften, die man bis heute so hat. Dann auch im Oberrang zu Hause oder das neue Zuhause in der Arena im Oberrang gefunden. Und jetzt ist es so, dass ja, ich keinen festen Platz habe, weil ich rund um die Spiele ja im Einsatz bin. Drehe dann immer so meine Runden, treffe ja dann auch die lieben Kollegen vom Schalker Fanprojekt und andere. Und ja, verfolge das Spiel ehrlicherweise so mehr auf dem Fernseher oder durch die Scheibe, als jetzt irgendwie sitzend oder stehend direkt im Stadion. Schalke in der zweiten Liga, das war, glaube ich, für uns alle unvorstellbar. Man hat ja immer mal sich das so zusammengesponnen, früher auch als Fan. Wie ist das wohl, wenn man mal ein Jahr in der zweiten Liga ist? Ich glaube, die Entwicklung und der Abstieg, das war dann schon krass. Also war eine emotionale Grenzerfahrung. Ich war auch in Bielefeld im Stadion mit dabei. Das sind dann Momente, die lassen dann, glaube ich, einen noch nicht mehr los. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Vorzüge, die man in der zweiten Liga sehen kann, sind natürlich die interessanten Begegnungen, vor allen Dingen die interessanten Auswärtsspiele. Da muss ich sagen, ich habe jetzt alle Spiele gesehen, also ich war bei allen Heim- und Auswärtsspielen zugegen, aber die Atmosphäre, auf die man sich dann möglicherweise freut,
samstagsabends auf St. Pauli gegen Hamburg, in Rostock und so weiter. Das ist natürlich dann ohne die aktiven Gruppen schon was anderes, das muss man sagen. Und nichtsdestoweniger hoffe ich aber, dass wir jetzt auch so schnell wie möglich wieder hochgehen, auch wenn es mir für die Fans tatsächlich ein bisschen leid tut, weil ich weiß, dass der ein oder andere sich auch auf diese Fahrten gefreut hat. Also ich glaube an den Verein als Institution, aber auch als Symbol und für die Werte, für die er steht. Ich kann voller Überzeugung sagen, dass ja, der Verein der richtige rechtliche Rahmen für uns aktuell ist. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, wenn die Diskussionen, die du gerade angesprochen hast, wirklich mal aufkommen, dass es der Vereinsfamilie gelingt, das im Miteinander und auf Augenhöhe gemeinsam zu diskutieren und auch zu entscheiden. Ja, das ist natürlich inzwischen mein tägliches Brot. Jetzt als Direktor für Vereinsangelegenheiten sind natürlich die ganzen vereinspolitischen Themen eins meiner Hauptaufgabengebiete, von der Organisation der Mitgliederversammlung, aber eben auch der inhaltlichen Vor- und Nachbereitung. Das ist ja immer so der Höhepunkt des vereinspolitischen Diskurses bei uns. Und das ist eine Sache, die mir inzwischen sehr viel Spaß macht, weil man sehr viele Menschen auch kennenlernt und mit sehr vielen Menschen auch im Austausch steht, denen es schlussendlich ja nur um eine Sache geht. Das ist Schalke 04. Und aus ihrer Perspektive heraus auch darum geht, Schalke 04 besser zu machen. Und das ist in den vergangenen Jahren, glaube ich, oft vergessen worden, weil man die Tür, glaube ich, oft gar nicht erst aufgemacht hat für diese Gespräche. Und ich finde, dass wir alle, die jetzt für ja auch nur einen kleinen begrenzten Teil der immer größer werdenden Vereinsgeschichte irgendwie in Amt und Würden sein dürfen, sind das bereichernde Erfahrungen und Gespräche, auch wenn sie manchmal anstrengend sind. Das kann ich auch nicht verhehlen. Ja, also was eigentlich in unser aller Leben immer so als Grundvoraussetzung da war, dass so Schalke Teil des eigenen sozialen Umfelds ist. Also wie viele Menschen hat man Woche für Woche im Stadion wieder gesehen. Das ist mir jetzt bewusst geworden. Also dass diese soziale Anlaufstelle, um das mal so zu sagen, ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Teil ist, der diesen Verein ausmacht, weil er eben auch die Größe hat und die Menschen hat, die ihn über lange Zeit auch begleiten. Und die Frage hätte ich vor Corona mit Sicherheit anders beantwortet, aber es ist ja so, wie dann zumeist im Leben. Man lernt die Dinge erst zu schätzen, wenn sie nicht mehr da sind. Und das ist mir krass aufgefallen, weil ganz viele Menschen auch jetzt, ja, ich die einfach lange nicht mehr gesehen habe, mich lange mit Menschen nicht mehr austauschen konnte. Und das ist eigentlich das, was Schalke 04 inzwischen ist für mich, also was Schalke 04 für mich ausmacht, auch Freundschaft, Begegnung, ein Stück weit auch Familie. Und ist es einfach auch mein Zuhause. Ja, da gibt es ja das ein oder andere, aber wer mich ein bisschen näher kennt, ahnt, welches Spiel ich jetzt anführen werde. Und das ist eine Begegnung, die wir tatsächlich im Busstadion gegen den VfL hatten, die dann ganz unglücklich verloren gegangen ist. Der Tag war eigentlich bereitet. Mit auch dem Motto der Fanszene Nordkurve in deiner Stadt. Und das ist mit Sicherheit ein Spiel, das ich immer noch häufig zurückdenken muss, weil auch der VfL immer ein Verein gewesen ist, den man als Teil des Ruhrgebiets wahrgenommen hat, für den man auch immer in gewisser Weise auch Sympathien hatte. Und an dem Tag ist uns ja die geballte Schadensfreude der Bochumer auch entgegengebracht worden. Und wenn man sich heute mit dem einen oder anderen vom VfL unterhält, beziehen die sich immer noch auf dieses Spiel. Und deshalb würde ich das gerne nochmal spielen und dann gewinnen am besten auch.
Ich war tatsächlich nicht beim UEFA-Cup-Finale in Mailand. Ich war damals ja 17 noch und hatte tatsächlich eine Eintrittskarte und auch eine Mitfahrgelegenheit nach Mailand. Und dann sind meine Eltern und die eines Freundes, mit dem ich nach Mailand fahren wollte, auf die glorreiche Idee gekommen, das vorher in der Schule anzumelden, dass wir 2 Tage nicht da sein werden, weil wir zum Spiel fahren. Und das hat dann die Schule damals untersagt. Und deshalb konnte ich nicht hin, musste das Spiel im Parkstadion verfolgen, was natürlich auch ein unvergesslicher Abend war. Aber je älter ich werde und auch wenn man die aktuellen Entwicklungen sportlicher Natur rund um Schalke 04 so sieht, ist das natürlich irgendwie besonders bitter, da nicht bei gewesen zu sein. Also wir haben natürlich ganz, ganz viele Städte und Länder kennengelernt, dadurch, dass wir mit Schalke 04 durch die Weltgeschichte gereist sind, über viele Jahre. Dafür bin ich persönlich sehr, sehr dankbar. Und ich bin ein Freund von Städten, die am Wasser liegen und auch eher von Städten, die im Norden sind als im Süden. Und deshalb ist Kopenhagen, würde ich so als meine Lieblingsstadt bezeichnen, aber auch zum Beispiel London gefällt mir auch sehr gut, wenngleich man da schon so ein bisschen auch einen Overkill hatte, was den Fußball angeht am Ende. Aber das sind schon so Städte in Europa, die ich sehr gerne habe. Ja, auf jeden Fall am Wasser sitzen, in der Sonne und Pilz trinken. Und gerade in Kopenhagen gefällt mir eigentlich, dass es eine sehr junge Stadt ist. Auch in gewisser Weise eine alternative Stadt. Und da gibt es schon den einen oder anderen Stadtteil, wo man mal so ein bisschen auch reintauchen kann. Und dann kann man mal gucken, wo es einen hintreibt. Mein ganz persönlicher Schalke-Held, das ist eine schwierige Frage. Es gibt einen Menschen tatsächlich, an den ich immer denken muss, wenn ich an Schalke denke, das ist mein Vater. Wir hatten den gemeinsamen Traum, nochmal gemeinsam deutscher Meister zu werden. Der hat sich leider nicht erfüllt, weil mein Papa 2010 verstorben ist. Das ist aber ja die Person, an die ich auch bei besonderen Spielen, bei besonderen Niederlagen, besonderen Siegen denke ich immer noch häufig daran, dass ich das gerne mit ihm teilen würde. Und deshalb würde ich sagen, weil er mich auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin, mein Papa. Ja, also er sollte schon selbstlos sein, rücksichtsvoll, hilfsbereit und sollte einfach für gewisse Werte einstehen und jemand sein, an dem man sich orientieren kann. Ich bin grundsätzlich jemand, der Auffassung ist, man sollte sich eher an den Schwächeren in einer Gruppe oder in einer Gesellschaft orientieren, als an den Stärkeren. Und das ist eine Fähigkeit, die ich auch durch meine Eltern erlernt habe. Deshalb wäre das tatsächlich meine Antwort auf diese Frage. Ja, sportlich doch wieder in der ersten Fußball-Bundesliga. Und ansonsten hoffe ich, dass diese Stadt, in der wir uns hier befinden, wieder zur echten Heimat von Schalke 04 auch geworden ist. Denn was ich feststelle, dass ich andere Menschen sehe, wenn ich samstags im Stadion bin, als wenn ich an den anderen 6 Tagen der Woche in Gelsenkirchen sozusagen meine Haustür verlasse. Und wenn wir die nächsten Jahre dazu nutzen, in Gelsenkirchen die Menschen wieder für Schalke 04 zu begeistern und sagen wir mal auch mit einer gewissen Portion Demut uns hier auch wieder als Teil dieser Stadtgesellschaft verstehen, dann
ist diese Stadt hoffentlich in 10 Jahren blau und weiß und ausgehend von dieser starken Basis haben wir dann auch wieder eine wirtschaftliche Stärke, die uns zumindest dann wieder 2 ruhigere Nächte pro Woche bereitet als heute. Definitiv Menschen, also Freunde, meine Lebensgefährtin, Familie, ja, und gemeinsame Begegnungen und Reisen. Ja, also ich nehme an, dass die allermeisten die Frage hier gleich beantwortet haben. Auch das war natürlich irgendwie eine Art Lebenstraum von mir, dass wir irgendwann mit diesem Verein hier auch tatsächlich mal deutscher Meister werden. Ja, jetzt glaube ich, dass ein Stück weit es erstrebenswert ist, den Verein so zu entwickeln, wie ich es bei der anderen Frage gerade gesagt habe, dass wir einen Verein haben, von dem alle gerne ein Teil sind. Egal wer sie sind, egal woher sie kommen, egal wohin der Weg sie führt, sondern dass Schalke wirklich die Klammer ist um Vielfalt und um viele unterschiedliche und viele diverse Menschen und dass wir die Bodenhaftung hier in Gelsenkirchen wiederfinden und behalten. Und dann wird sich, was Schalke 04 angeht, glaube ich, und da bin ich auch überzeugt von, viel selbst ergeben. Schwierig zu beantworten, weil ich es ja in gewisser Weise nie anders gemacht habe. Ich habe jetzt auch die Corona-Erfahrung nicht gemacht, die viele andere dann ja, oder zumindest die Zeit mal dazu nutzen konnten, andere Dinge zu tun, andere Hobbys zu entwickeln. Ich bin ja die ganze Zeit über eingebunden gewesen. Ich glaube aber schon, wenn ich überlege, wofür ist jetzt wenig Zeit, dann ist es wirklich tatsächlich das Reisen, das Treffen von Freunden und ich glaube, dass ich die Wochenenden dann hoffentlich mit denselben Menschen außerhalb des Fußballs auch verbracht hätte. Ich versuche immer wieder unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, um Menschen zu verstehen, weil mir in den letzten Monaten und 1-2 Jahren aufgefallen ist, dass Menschen Ansichten haben und Ansichten entwickeln und andere Verhaltensweisen entwickeln, um in Situationen vielleicht auch selber klarzukommen. Und ehe man oder ehe ich sozusagen andere Menschen dann für gewisse Äußerungen oder Verhaltensweisen zu verurteile, versuche ich zu verstehen, einfach, was bewegt diesen Menschen gerade, das eine zu tun oder das andere zu sagen. Und das ist etwas, was ich aktuell jeden Tag aufs Neue lerne und etwas, mit dem ich mich zuvor eigentlich auch nicht so sehr beschäftigt habe, um ehrlich zu sein. Also die einzige Möglichkeit, positiv zu bleiben für mich, ist tatsächlich, wenn ich den Fokus auf den kleinen Mikrokosmos richte, in dem ich mich selber bewege. Ich versuche mich schon zu informieren, versuche auch die Zusammenhänge zu verstehen, was passiert hier gerade politisch, gesellschaftlich auf der Erde, welche Auswirkungen hat das kurzfristig und langfristig. Es ist aber schon so, dass mir das Ganze auch Angst und Sorge bereitet und ich merke, wie ich mich auch davon frei machen muss, weil es mich sonst auch nicht mehr loslässt. Das heißt, dass ich kann mich nicht rund um die Uhr mit den
Dingen beschäftigen, die gerade in der Ukraine passieren, wie das vielleicht andere machen, die irgendwelche Live-Ticker im Newsfeed alle 5 Minuten aktualisieren. Ich habe einfach die große Hoffnung, dass sich die Dinge insgesamt wieder stabilisieren. Ich versuche, den Menschen, die besonders darunter leiden müssen, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Also das heißt, ich spende sowohl finanziell als auch in Form von Materialien. Ich finde das auch überragend, was das Schalke Fanprojekt macht, was Teile der Fanszene und einzelne Schalke-Fans aktuell da so auf den Weg bringen. Ich bereite mich auch gerade darauf vor, wenn die ersten Kriegsvertriebenen hier nach Gelsenkirchen kommen. Da habe ich jetzt schon den Anspruch, dass diesen Menschen dann einfach auch geholfen wird, weil das ist eine Situation, und das ist halt so für mich tatsächlich das emotional Schwierige auch, die kann ja jeden treffen. Also ich glaube nicht, dass die Menschen in Kiew damit gerechnet haben, dass da irgendwie Bomben gerade auf die ganze Stadt fallen, und diese Ohnmacht zu empfinden gegenüber dem, was da passiert, das ist vielleicht auch etwas, was ich gerade lerne, damit umgehen zu können. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Krieg jetzt irgendwie näher ist oder andere Kriege vorher weiter weg waren. Aber es ist schon so, dass wir alle aus einer sehr belastenden Zeit kommen. Und sozusagen der eine Wahnsinn ist jetzt sozusagen aus den Köpfen und den Medien verschwunden, und jetzt gibt es in Europa einfach Krieg. Also das ist ja eigentlich nicht in Worte zu fassen. Schwierig. Aber gerne, dass vielleicht sich jeder ein bisschen was auch von dem zu Herzen nimmt, was ich gerade auch gesagt habe, weil ich finde, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, in der Egozentrik und Egoismus Dinge sind, die irgendwie besonders erstrebenswert für den Einzelnen sind, sondern wir leben einfach in einer Phase, in der es darum geht, als Gemeinschaft und als Gesellschaft sozusagen Krisen zu überwinden. Und da geht es aus meiner Sicht darum, den Schwächeren zu helfen und die Schwächeren zu stärken und sich selber an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen zurückzunehmen. Und im Großen wie im Kleinen. Und um den Bogen auch wieder zum Fußball und zu Schalke 04 zu schließen, auch da steht der Verein jetzt am Beginn einer Entwicklung, die lange dauern wird. Und auch da werden bei aller positiven Entscheidungen, gerade in den letzten Wochen und auch bei dem Tempo, mit dem jetzt bei uns Entscheidungen getroffen worden sind, es werden Rückschläge kommen. Und da geht es darum, dass alle gemeinsam den Verein in die richtige Richtung schieben. Und das, wann geht das? Das geht, wenn diejenigen dann persönliche Interessen hinten anstellen. Und da ist es vollkommen egal, ob es Vereinsverantwortliche, Mitglieder von Gremien oder in Anführungsstrichen einfache Mitglieder sind. Auch hier geht es nur gemeinsam.